Hallo, ich bin Elisabeth. David, Josef und Sino. Wir sind gerade in der F-Mathe und wollen euch halt die Grundschule zeigen. Kommt jetzt. Hier sehen wir die Schüler. Jeden Morgen stellen sie sich vor die Klasse und sogar montags singen sie die ivorische Nationalhymne. Die Schüler müssen alle eine Uniform tragen. Insgesamt gibt es 241 Schüler auf der Schule. Wir durften an dieser Schule im Unterricht in der 5. Klasse teilnehmen. Genau. Ist die 6. Klasse. Wenn ein Kind was sagen will, steht es auf. Wenn es dann richtig ist, wird im Rhythmus geklatscht. Jedes Kind hat eine kleine Tafel zum Schreiben. Und wenn der Lehrer die Ergebnisse sehen will, heben die Kinder einfach die Tafelchen hoch. So hört sich die Pausenglocke an. Wenn die Kinder die hören, dürfen sie aus den Klassenräumen raus. Das ist der Schulkiosk. Hier können sich die Schüler in der Pause etwas Kleines zu essen kaufen. Hinter uns sind die Toiletten für die Kinder. Wie ihr seht, haben die Toiletten keine Türen. Aber wer Privatsphäre haben möchte, muss diese eine Tür benutzen. Hier seht ihr den Sportunterricht. Der findet einfach draußen statt. Wofür der rote Stock ist, könnt ihr eurer Fantasie überlassen. Das war ein kleiner Einblick von dem Schulleben in der Elfmeinküste. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen.